Gut, dann darf ich an der Stelle nochmal Servus und Hallo sagen zu unserer Pressekonferenz, unseren Trainer Stefan Leitl recht herzlich begrüßen. Am Samstag gegen Arminia Bielefeld ist bei uns auch Inklusionsspieltag, das heißt, wir werden diverse Menschen mit Behinderung bei uns in die normalen Abläufe mit einbinden. Wer da mehr Informationen zu möchte, ist herzlich eingeladen, auf der Homepage nochmal nachzulesen. Alternativ stehen wir aber auch gerne im Nachgang noch für Fragen dazu zur Verfügung. Das können wir aber gerne in der kleinen Runde machen und leiten stattdessen jetzt über ins Sportliche und zu dir, Stefan. Ja, danke, Emanuel. Hallo nochmal zusammen. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, mit dem Personal. Marco Meierhöfer und Julian Green fallen weiterhin aus. Dazu wisst ihr ja, dass Mergem uns mehrere Wochen fehlen wird. Er hat eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Und ja, müssen wir jetzt einfach mal abwarten, die nächsten Tage und die nächsten Wochen, wie der Heilungsverlauf ist, um dann auch eine Prognose abzugeben, wie lange das uns fehlen wird. Zum Spiel. In meinen Augen Spitzenspiel in der Liga. 1-5. Wir freuen uns auf den Tabellenführer. Auf eine gute Mannschaft, eine gut organisierte Mannschaft, eine gut strukturierte Mannschaft, ja, mit einem guten Trainer, die auch aktuell zu Recht auf dem direkten Aufstiegsplatz stehen. Vielen Dank, Stefan. Eure Fragen wie immer mit der Bitte um Handzeichen, Florian Pümmern. Die Bielefelder haben nach der Winterpause noch nicht verloren, 8-0 Tore. 7 Punkte in 3 Spielen, wie will man die denn stoppen? Ja gut, Matchplan wisst ihr ja auch, der bleibt natürlich immer noch erstmal geheim. Wie will man die stoppen? Ich glaube, wir brauchen einfach eine Top-Leistung. Und selbst wenn wir eine Top-Leistung abliefern, dann ist nicht garantiert, dass wir das Spiel gewinnen. Weil, so wie Sie es gesagt haben, aktuell ist es wirklich so, dass sie eine gute Serie spielen. Trotzdem muss man auch sagen, wir haben auch schon 6 Punkte geholt. Ja, sind auch gut in die Rückrunde gestartet oder in die Restrunde gestartet. Wir spielen zu Hause und das sollte uns einfach Auftrieb geben, auch gegen den Tabellenführer hier mutig nach vorne zu spielen, einfach in unseren Prinzipien zu bleiben. Und das Spiel einfach zu genießen. Fangen wir da an. Jetzt kommt die Arminia in den Sohnhof. Da ist ein sehr starker Sturm mit Klos und Vogelsammer. Wollen Sie da das Hauptaugenmerk auf die Abwehrarbeit legen, dass Sie diese beiden torgefährlichen, dass Sie das torgefährliche Duo in den Griff bekommen? Der Andreas Vogelsammer fällt längere Zeit aus, der hat sich schwer verletzt. Trotzdem ist die Arminia sicherlich, hat man auch jetzt am letzten Wochenende gesehen, in der Lage, diesen Ausfall zu kompensieren. Am Regensburger deutlich besiegt. Ich glaube nicht, dass wir uns nur auf die Abwehrarbeit fokussieren sollten. Ich habe das in der Frage zuvor schon beantwortet. Es ist wichtig, dass wir in unserem Spiel bleiben und in unseren Prinzipien bleiben. Und wir haben auch schon Qualität in unserem Kader, um den Arminien da auch weh zu tun. Dann zur Frage Nummer 2. Ihre Mannschaft hat im Hinspiel an der Bielefelder Alm ein 2-2 am Ende geholt. Würden Sie das Ergebnis für Samstag unterschreiben oder sagen Sie zu Hause, da wollen wir jeden schlagen und deshalb wollen wir da unbedingt 3 Punkte einfahren? Also ich glaube, dass die Arminia gegen uns ein 2-2 geholt hat. Wir haben 2-0 aus der Hand gegeben, haben kurz vor Schluss durch Julian Green nochmal einen Lattentreffer, in dem wir das Spiel nochmal drehen können. Ich erwarte einfach ein Spiel auf Augenhöhe mit einer hohen Dynamik, mit vielen Umschaltmomenten, mit sehr vielen Torraumszenen und vielen Toren. Das haben die letzten beiden Spiele gezeigt. Ja, wir haben die letzten beiden Spiele jeweils 2-2 gespielt.
Wir haben zweimal 2-0 geführt und ich wünsche mir, dass, wenn wir am Samstag 2-0 führen, dass wir es auch zu Ende bringen. Flo. Erwarten Sie die Bielefelder eher im 4-4-2 oder im 4-3-3, wie Sie jetzt zuletzt zu Hause gegen Regensburg gespielt haben? Ja, man erkennt natürlich schon eine ganz klare Struktur in ihrem Spiel und sie spielen mit Ball in dem 4-3-3, gegen den Ball eher in dem 4-4-2. Wird man sehen, was sich Uwe einfallen lässt. Wir sind aber trotzdem gut vorbereitet auf das Spiel. Also es wird keine großen Überraschungen geben. Martin Ferschmann. Im Wintertrainingslager, wenn ich mich nicht täusche, hatten Sie einmal angedacht, die Dreierkette ein bisschen einzustudieren, was da nicht geklappt hat, weil der Merck ihm dann weggefallen ist. Ist er wieder weg? Ist das trotzdem noch eine Option oder ist es in der Phase der Saison nicht mehr möglich, sowas einzustudieren? Doch, sowas ist immer möglich einzustudieren. Du brauchst natürlich auch das Personal dafür. Und es war ja in der Vorbereitung oder im Wintertrainingslager so, dass uns ja auch Marco Caligiuri ausgefallen ist. Und da haben wir keine Möglichkeiten gehabt, jetzt diese Dreierkette einzustudieren. Aber wir wollen das natürlich auch weiterhin uns offen halten. Und wir werden auch in die Dreierkette mal gehen. Aber ihr kennt mich jetzt auch schon. Ich bin kein Freund davon, jetzt das einmal kurz anzusprechen und dann spielen zu lassen, sondern ich glaube, man muss Abläufe einstudieren. Ne? Man braucht eben diese taktische Grundordnung, um das dann auch vernünftig auf den Platz zu bringen. Ja. Sie haben beim Spiel, also vor dem Spiel gegen Hannover 96 gesagt, wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenze gehen, wird es ein sehr schweres Spiel. Jetzt war es so, Chancen hatte man genügend. Lag es an der mangelnden Chancenverwertung oder hatte Sonnensober Ziele an dem Tag fast alles gehalten, was auf seinem Kasten kam? Sie haben die Frage beantwortet. Flo. Wer schießt denn Elfmeter, wenn es am Wochenende eingeben sollte? Ich nicht. So viel steht fest. Branimir schießt die Elfmeter. Fertig. Flo. Wie ist denn das Gespräch mit ihm verlaufen? Sie waren sicherlich nicht nur über Elfmeter gesprochen haben mit ihm, oder? Wie ist das Gespräch gelaufen? Es war ein ganz normales Gespräch. Der Branimir war sehr angeschlagen, muss man auch sagen. Hat sehr viel Schuld auf sich genommen, was ich so auch nicht teilen möchte, ja, weil er ein Teil dieser Mannschaft ist. Und er schon sehr wichtige Tore für uns geschossen hat, sehr wichtige Vorlagen gegeben hat und auch ein ganz wichtiger Spieler für uns ist. Und ich glaube nicht, dass, und ich möchte das auch nicht, dass meine Mannschaft auf einen Spieler reduziert wird, sondern ja, wir agieren als Team. Und er hat jetzt mal den Elfmeter nicht getroffen, was sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir das Spiel gegen Hannover nicht gewinnen konnten. Aber er wird es abschütteln und wird unterstützt von uns allen und wird am Samstag auch wieder eine bessere Leistung wie gegen Hannover auf den Platz bringen. Fischi. Ich konnte ja heute lesen bei den Kollegen, dass sie gesagt haben, sie müssen die Fürther Fans leider enttäuschen, dass es im Aufstieg diese Saison nichts werden wird. Wie gelangt mir jetzt in der Phase zu der Erkenntnis, wenn man jetzt in den nächsten 4 Wochen eigentlich mit Stuttgart, Hamburg und Bielefeld genau diese 3 Mannschaften vor der Brust hat, gute Spiele zeigt und eigentlich doch irgendwie noch die Chance hätte, da vorne ein bisschen, sag ich jetzt mal, reinzustinken? Ja, dann, so wie Sie sagen, dann stinkt man da vorne rein. Also es ist ja nicht so, dass wir das beiseite schieben. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir im Verein und im Umfeld bodenständig bleiben. Wir haben in der letzten Saison mit einem großen Kraftakt die Liga gehalten. Vor 2 Jahren standen wir bis zum letzten Spieltag mit dem Rücken zur Wand und haben die Liga gehalten. Wir konnten in diesem Sommer die Mannschaft stabilisieren. Das heißt, wir haben einen Großteil der Leistungsträger halten können. Rashid hat tolle Transfers gemacht, um die Mannschaft zu verstärken. Und wir haben einfach einen Entwicklungsprozess jetzt vorangeschoben. Und natürlich werden wir uns nicht dagegen wehren, wenn es am Ende aus irgendwelchen Gründen doch passieren würde. Aber es ist nun mal so, dass in dieser sehr starken und ausgeglichenen 2. Liga viele Mannschaften eben auch drin sind, die Voraussetzungen haben, die wir eben nicht haben. Und deswegen sollten wir auch bodenständig bleiben. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir
diese Saison über permanent im oberen Tabellendrittel sind, auf Platz 4 stehen, auf Platz 5 stehen. Und ich glaube einfach, dass man das auch mal respektieren sollte und auch mal der Mannschaft auch mal ein Lob zollen muss für die gezeigten und konstanten Leistungen in diesem Jahr. Ja. Nochmal Stichwort Chancenverwertung. Die gab es ja gegen Hannover genügend oder da gab es einige. Jetzt gegen den Tabellenführer, gegen ein Team wie Arminia Bielefeld, wenn sich da auch solche Chancen ermöglichen sollten, inwiefern ist es dann wichtig, die auch eiskalt zu nutzen, damit man dann am Ende 3 Punkte mitnehmen kann? Ja, ich glaube nicht, dass wir ein Problem mit dem Tore schießen haben. Wir haben aus den letzten 6 Spielen 15 Tore geschossen. Ich glaube, dass dies ein Schnitt und ein Wert ist, der deutlich über dem Durchschnitt liegt. Und es ist wie in jedem anderen Zweitligaspiel auch, wenn sich eine Chance ergibt, ein Tor zu erzielen, solltest du es nutzen, weil sich das Spiel eben verändert. Und wenn wir in Führung gehen, dann haben wir oder gestalten sich neue Räume, die wir gut zu bespielen wissen. Und deswegen ist es natürlich für uns auch von Vorteil, in Führung zu gehen. Flo. Vor dem Heimspiel gegen Hannover hat sich ein Teil der Zuschauer eindeutig geäußert. Kampagne zurück zur Spielvereinigung Fürth. Wie nehmen Sie die Diskussion wahr? Lenkt die möglicherweise sogar ab direkt vor dem Spiel? Ist es für Sie unnötig? Ist es ein Politikum? Ja, ich glaube, dass ich dazu der falsche Ansprechpartner bin. Mich lenkt es nicht ab. Jeder darf seine Meinung äußern. Ich glaube, wir im Verein haben uns auch klar positioniert und alles Weitere wird auf anderen Ebenen dann diskutiert. Wenn man die Entwicklung von Bielefeld in den letzten Jahren anschaut, sind die einen Weg gegangen, den ihr auch ein bisschen versucht zu gehen, Mannschaft gehalten, versucht was aufzubauen, jetzt ernten sie gerade wegen die Früchte dafür. Ist das so ein bisschen Vorbild für Fürth, auch wenn die natürlich finanziell andere Möglichkeiten haben als ihr? Vorbild nicht, weil wir unseren eigenen Weg gehen und wir wollten wieder zurück zu unserem Fürther Weg aus der Vergangenheit. Und ich glaube, dass wir nochmal, ich kann mir da nur wiederholen, all das, was wir im Sommer mit Rashid zusammen gesagt haben, wie wir uns geäußert haben, was wir wollen, wie wir uns sehen wollen, haben wir nahezu alles umsetzen können. Und nochmal, eine tolle Entwicklung der Mannschaft. Und wir haben uns stabilisiert, wir haben Leistungsträger gehalten, wir haben uns gut verstärkt, wir haben Jugendspieler integriert. Alles umgesetzt. Dann enden wir doch auch mit dem Fürther Weg. Sagen vielen Dank fürs Kommen. Wünschen allen jetzt noch einen schönen Nachmittag und dann sehen wir uns am Samstag hoffentlich hier im Sportpark Grünhof Thomas Sommer. Bis dahin, schöne Zeit.